Der Near-Exposure-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, der sich auf die Häufigkeit einer Darbietung von bestimmten Reizen, von Inhalten, Bildern, Symbolen etc. bezieht. Der beschreibt, dass je öfter ich einem bestimmten Reiz ausgesetzt bin, desto eher beginne ich, diesen positiv zu bewerten. Wir kennen das alle zum Beispiel aus der Musik. Wenn ich zum ersten Mal ein Lied höre und ich finde das Lied vielleicht nur okay oder es gefällt mir sogar gar nicht, aber dann höre ich es zunehmend im Radio, beim Autofahren und beim Einkaufen und wenn ich am Abend in eine Bar gehe und so weiter. Am Ende des Sommers werde ich vielleicht sagen, das ist mein neues Lieblingslied, weil ich es einfach so oft gehört habe, dass es am Ende sogar mir gefällt. Wenn ich mich jetzt mit Fake News beschäftige, ist es wichtig, diesen Mere-Exposure-Effekt zu kennen, weil Personen, die gefälschte Nachrichten bzw. manipulierte Nachrichten, also sogenannte Fake News, produzieren, nutzen diesen Mere-Exposure-Effekt ganz gezielt. Das heißt, sie kreieren einen Inhalt, der das Ziel verfolgt, eine rassistische Botschaft zu vermitteln oder eine sexistische Botschaft in sehr einfacher Art und Weise. Das kann so absurd, wie man es sich nur vorstellen kann, sein. Zum Beispiel, Angela Merkel schenkt jedem Flüchtling ein Pony zu Weihnachten. Dieser Inhalt wird dann in unterschiedlichen Formaten aufbereitet, in Form von Videos, in Form von Memes, in Form von Nachrichten, in Form von Tweets und so weiter und so fort. Und diese Nachricht wird dann auf unterschiedlichen Kanälen, also auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram, auf Telegram, auf WhatsApp, auf Facebook, was auch immer, immer wieder und wieder geteilt. Aufgrund dieser Tatsache hat dann vielleicht der Nutzer oder die Nutzerin das Gefühl, dass dieser Inhalt einfach überall ist. Und auch wenn sie das zum ersten Mal, als sie das gesehen hat, vielleicht komisch oder absurd fand. Durch diese Häufigkeit kann es passieren, dass Menschen dann dieser Lüge anheimfallen und zunehmend diese Lüge positiv bewerten oder ihr nicht mehr so kritisch gegenüberstehen. Das ist das sogenannte Mere-Exposure-Effekt.